So, moin Pyrus, heute habe ich hier im Test die Keller Eissterne. Das sind Zimmerfontänen, aber die werde ich trotzdem draußen zünden. Weil, ich sag mal so, 12 Stück sind hier drin, alle werde ich auch zünden. Haben eine Brenndauer von ca. 30 Sekunden. Auf 12 haben die eine NEM von 36 Gramm. Das heißt 3 Gramm pro Fontäne. Hier natürlich vertrieben von Komet. Ja. Und dann werde ich auch diese jetzt testen und viel Spaß dabei. So, es folgen jetzt die Traum. Ach, die Eissterne heißen ja bei Keller. Ja, vom Keller, genau. Ach ja. Ja, eigentlich eine schöne kleine. Ein paar Zimmer von 10, aber ich mache sie lieber hier. Haben wir die kalten Funken hier. Passiert nichts, nur die Flamme, wie man sieht, innen drin ist heiß. Aber die äußeren Funken sind kalt. Aber ruhig dran gehen, fehlt im Schnitt. Die brennen aus auch lang. Der Boden ist nicht weich genug, um das hinzustellen. Keine Panik, da gucke ich noch nichts an. Nicht, weil das Gras nicht nass ist, deswegen gucke ich hier nichts an. Muss da irgendwie mal stehen bleiben hier, ey. Muss die mal anzünden. Inferno. Nein, Spaß, das ist. Passiert nichts mit. Dann sind alle ausgebrannt. Das ist ja wieder eindeutig zu lang für die ganzen Traumsterne. Beziehungsweise Eissterne. Das wechselt immer. Hier. Dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem Video.